Eine Zuschauerin steht in der super langen, mega langen Signierschlange da hinten. Aber es ist nicht irgendeine Zuschauerin. Wir kennen uns schon. Wir kennen uns schon sehr lange, jawohl. Woher und wie lang und warum? Wir kennen uns schon bestimmt 17, 18 Jahre, aber vor 16, 17 Jahren war ich bei dir auf dem, ja, Forensic Training. Genau. International Forensic Training. Woran kannst du dich dann noch erinnern? Ah, wir haben diese netten kleinen Babyschweine seziert und durften gucken, wo liegen die, in welchen Voraussetzungen liegen die. Vor allem Insekten haben wir drauf angeguckt. Insekten haben wir uns angeguckt. Fäulnis. Es war super spannend. An der Uni Köln im Institut für Zoologie ganz war das. Genau, auch, ne? Genau. Und da waren ja sehr lange Arbeitszeiten. Wie war das für dich? Da warst du noch jung. Ich war noch jung, jawohl, genau. Was hast du damals deinen Freunden, Verwandten, Eltern, wie auch immer erzählt? Alles. Aber die wollten nicht wirklich alles hören. Das Lustige war, mein Sohn, der war dort 10 Monate, der wird jetzt 17 und der weiß alles. Dem habe ich alles erzählt und leider heute nicht mitgekommen, aber das ist der nächste Fan. Der kann ja nächstes Mal mitkommen. Ich habe hier doch gerade noch ein Tatortkärtchen gesehen, das hier rausgeflogen ist. Erklär doch mal, wozu das Tatortkärtchen dient, damit das endlich mal die Leute... Ja, die Tatortkärtchen dienen dazu, wenn wir ein Foto aufnehmen, dass wir sehen können, wie groß ist das, was wir uns anschauen können, damit wir ein Größenverhältnis haben. Wie ist dein Verhältnis zu Schmeißfliegen und Fäulnis mittlerweile geworden? Hat sich das verändert? Nein. Findest du immer noch gut? Natürlich, sonst wäre ich ja nicht hier. Natürlich. Das filmt jemand, gehört der zu dir? Das ist mein Ehemann. Hallo Ehemann. Was denkst du darüber, dass deine Frau mal verfaulte Schweine untersucht hat? Super. Das ist total cool. Kanntet ihr das schon? Nee, da kannten wir uns noch nicht. Aha. Nee, wann hast du das erfahren, dass sie das gemacht hat? Relativ schnell, als wir zusammengekommen sind und... Ja, kam das Thema direkt da drauf. Ja. Sehr, sehr gut. So, jetzt müssen wir aus Fairnessgründen weiter mit der Schlange machen, aber kannst du empfehlen, beim Kurs mal mitzumachen? Absolut. Also, sichert euch Plätze. Was ist denn aus dir geworden überhaupt jetzt? Beruflich? Ja, beruflich. Ich bin jetzt Sechsfachmama und ziemlich eingespannt. Aber beruflich habe ich leider nichts in der Richtung machen können, aber im nächsten Leben auf jeden Fall. Aber du hast Biologie studiert damals? Nicht wirklich. Du bist sechsfach Mama. Ja. Hast du noch einen Tipp? Sagen wir mal, unsere Studierenden sagen jetzt, okay, ich will auch sechsfach Mama werden. Was ist das eine, was man wissen muss, wenn man sechsfach Mama ist? Locker bleiben. Werdet Kriminalbiologe. Nein, wir wollen einen Tipp hören. Was braucht man? Ruhe, Gelassenheit, Coolness, um sechsfach Mama zu werden? Ja, absolut. Ja. Ruhe und Ordnung? Nee. Aber Herz. Ja, Herz. Ja. So, sehr, sehr gut. Ja. Ja, vielen Dank. Viel Spaß beim Vortrag. Vielen Dank. Dankeschön.